Jo, hallihallo, Löchen und willkommen zurück hier bei Attack of the B-Team. Und wir sind jetzt immer noch auf der Suche nach den Hühnchen. Ich meine, wir könnten auch hier die Schweinchen nehmen, aber die sind jetzt nicht so gut. Schon allein aus dem Grund, Schweinchen müsste ich mit Karotten füttern. Da habe ich jetzt nur eine. Dann müsste ich erst die mal anbauen, damit ich die Schweinchen vermehren könnte. Aber ich kann sie abschlachten. Das ist ein Plan. Abschlachten ist immer gut. Aber ich glaube, ich habe momentan nichts im Inventar an Platz. Die sieht raus und die sieht raus. So, das wird vielleicht ein bisschen schöner werden. So und so. Und da unten sind noch Hühnchen. Ja, hallo Hühnchen. So, Schaf wäre auch ganz schön. Dann könnte ich ein bisschen schlafen und die Phase hier überspringen. Diese gefährliche nächtliche Phase. Einen Seed haben wir jetzt, aber das sollte eigentlich reichen, um die Hühnchen zusammen zu treiben. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Lord auf die Hühnchen. Jo. Wo waren denn die? Ich weiß, an so einem Abhang waren ein Haufen Hühnchen. Wirklich haufenweise Hühnchen. Schafe. Schafe. Ihr droppt normalerweise auch ein bisschen Fleisch hier, oder? Ja. Mann, jetzt nervt mich doch nicht hier. Jetzt muss ich mal umstellen, dass ich nicht, mich automatisch in das verwandle, was ich hier töte. Gibt so eine kleine INI-Datei, ist es glaube ich, in der ich das ändern kann. Muss ich mal schauen, wo die ist. Oder wir töten einfach mal alles, was wir finden, und danach haben wir keine Probleme mehr. So, ich will auf jeden Fall... Nein, das ist die falsche Taste. Ich will auf jeden Fall wieder in meine Fledermausform zurück. Und will jetzt hier das hier mal aufstellen. Und kann mir dann mein kleines Bettchen bauen. So, Wolle oben drauf und Bett. Perfekt. Ja, ich kann nicht, wenn ich im Morph bin. Haben wir genügend Platz frei noch? Ja, haben wir. Tschüss, gute Nacht. So, da kann ich mir die hier jetzt wieder mitnehmen und wieder weiter auf die Suche nach den Hühnchen gehen. Und ihr seid böse. Euch mag ich nicht. Hühnchen, Hühnchen. Ich will nur wieder den Ding finden, wo die Hühnchen waren, dann kann ich mich da kurz ansiedeln. Wieso verbrennst du nicht? Und dann ein bisschen was machen, um mir ein bisschen was zu sparen, sozusagen. Zwar die Minions, da habe ich ja schon mal kurz angesprochen. Aber wie gesagt, dafür brauche ich erstmal wieder die Hühnchen. Ihr habt ja doch auch gesehen, da waren ein Haufen Hühnchen. Wo seid ihr, Hühnchen? Hühnchen? Na Mann, ich will die ganze Zeit ranzoomen mit der Taste, die ich bei Optifine auf den Zoom gelegt habe. Nur Optifine hat ja hier nicht funktioniert. Deswegen auch der Shader-Mod, also der Shader-Mod-Core ein bisschen... Sagen wir es mal, jetzt nicht so leistungsstark war und das sehr, sehr geguckelt hat. Deswegen habe ich auch keine Shader drin. So mit 20 oder 15 FPS hier rumzuspielen, fand ich dann doch ein bisschen unangenehm. Es schaut allgemein hier sehr leer aus. Muss doch irgendwas sein. Ha,
Hallo? Hühnchen? 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 Nein, aber eine Kreatur, also eine Pikachu-Kreatur. Oh Mann. Diese Kreaturen vom Da Vinci Mod sehen teilweise so hässlich aus. Shiggies sind auch da und irgendwelche komischen Slimes. Hier war ich mal. Auf jeden Fall. Das sind irgendwelche Seeds. Und ein brennender Zombie. Freu dich. Muss ich jetzt wirklich erst Karotten anpflanzen, um mir dann... Oh Mann. Ich finde hier aber auch keine Beeren. Hier waren doch Hühnchen. Ich hab sie gesehen. Ihr habt sie auch gesehen. Ich hab doch keine Hühnchen-Halluzinationen. Oder Hühnchen-Zillonationen. Nein, der war schlecht. Ich geb's zu. Kürbisse. Toll. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Wo bin ich denn hier überall rumgeflogen? Ja, hier hinten bin ich auch rumgeflogen. Waren die vielleicht da? Schauen wir doch einfach mal. Und hintergeflogen. Das ist halt das Schöne hier mit dem Morph-Mod. Man hat ziemlich schnell ziemlich gute Fähigkeiten. So, da muss ich kurz cutten, weil mir jemand dazwischen geredet hat. Und ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge. Noch ein bisschen was essen hier, damit wir nicht elendig verhungern. Und bis demnächst mal. Ciao.